My fans a ball of energy, fashion and creativity. It's all fun and games, outrageous really, laughing and cuddling with neon kitty. Schwesterntag? Ja, das haben wir doch schon vor einem Monat geplant. Wir wollten versteckt den Schuh spielen. Und dann war da noch Bungee-Jumping. In Ballkleidern. Ballkleid-Bungee? Das klingt toll, aber unsere Kleider sind leider in der Reinigung. Wie wär's mit Klettern? Und dann können wir auf dem Berggipfel eine Fashion-Show machen. Genießt euren Schwesterntag, ihr zwei. Und vergesst nicht die Helme beim Bungee-Jumping. Ja, wir ziehen Diademe drüber. Bereit für den Berg, Neonlicious? Ja, klar, kann's kaum erwarten. Ich baue dir den gemütlichsten Sessel aller Zeiten. Mein eigenes Design. Na los, probier ihn aus. Okay. Danke, Neon Cutie. Der ist wirklich sehr gemütlich. Das war, wirklich schön und gefährlich. Jetzt, wo du erholt bist, können wir ja rausgehen. Jep, klar doch. Los geht's. Ab nach draußen. Aber zuerst gönnen wir uns einen kleinen Snack. Wir müssen gestärkt sein für unseren großen Tag. Das war cool. Nochmal. Nochmal. Vielleicht lieber nicht. Versteck den Schuh. Ich glaube, ich spiele lieber ein anderes Spiel und das heißt Deck dich zu. Also, wollen wir eine kleine Fashion-Show machen? Auf einem Trampolin? Aber vorher könnten wir einfach ganz ruhig hier sitzen und ein paar Mal tief durchatmen. Hey, du willst heute nicht mit mir abhängen, oder? Und du hast keine Lust auf die Sachen, die wir geplant haben. Du bist einfach nur richtig müde, oder nicht? Ja. Und warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich wollte dich einfach nicht enttäuschen. Aber die Wahrheit ist, ich bin einfach zu kaputt für Sachen wie Bungee-Jumping oder Trampolinspringen. Tut mir leid, dass ich unseren Schwesterntag ruiniert habe. Das hast du nicht. Wir können ihn noch retten. Wirklich? Wie denn? Ich habe schon das perfekte Spiel. Es heißt Modemagazin-Märchenstunde. Hm? Um es kurz zu machen... Die Trendfarbe des Jahres wird sicher Kaugummi Pink. Das ist schön. Nach Neon Kitty gerufen? Du hast doch nicht etwa vor, sie nach New Fab City mitzunehmen, oder? Nein. Da bist du ja, mein kleines Kuschelkätzchen. Swag und die anderen werden das nicht verstehen, aber du kommst mit mir mit, meine kleine Knuddelkugel. Ich weiß,
Meine süße kleine Neon-Kitty wird mich sicher beruhigen. Oh. Oh nein. Was ist los, Neonlicious? Gar nichts. Ich suche nur meine, wasserdichte Baskenmütze. Das Wetter in Noofab City ist einfach unberechenbar. Oh, Baskenmütze, wo bist du? Meine süße kleine katzenförmige Mütze. Neonlicious, chill. Du brauchst gerade keine wasserdichte Mütze. Aber ich könnte ein wasserdichtes Magazin gebrauchen. Neonlicious, du hast Neon Kitty mitgebracht? Ja. Wieso? Ich wusste es einfach. Tut mir leid, aber Haustiere sind an Bord nicht erlaubt. Wisst ihr, ihr versteht das bestimmt nicht, aber ich bin total durch den Wind wegen dieser ganzen Modelgeschichte. Ich bin es nicht gewohnt, vor so vielen Menschen zu stehen. Und ich dachte, wenn Neon Kitty dabei wäre, naja, ich fühle mich einfach besser, wenn sie bei mir ist. Los geht's! Oh, echt der Hammer, Neonlicious! Du bist sowas von bereit für den Laufsteg! Ganz genau! Ich gehe mit meinem Kätzchen über den Catwalk! Du entkommst mir nicht, Neon Kitty! Ich bin die schnellste und beste Katzenfängerin auf der ganzen Welt! Vorsichtig! All diese Outfits müssen das Wochenende überleben. Bist du echt das ganze Wochenende weg? Yep, ich habe alles schon perfekt geplant. Erst ein Fotoshooting, dann die Fashion Show, ein Interview und noch ein Fotoshooting. Neonlicious, dein Taxi wartet vor der Tür. Bist du bereit? Na klar! Und du bist sicher, dass wir nicht mitkommen können? Dieses Mal nicht, Bibi. Aber ihr werdet hier sicher eine schöne Zeit haben mit eurem Babysitter, den ich natürlich nicht vergessen habe bis jetzt. Ich kann babysitten. Was? Ich habe Zeit und es macht mir immer Spaß, mit Diva abzuhängen. Wie schwer kann das werden? Es ist nur, naja, du verhältst dich oft nicht besonders erwachsen, verstehst du? Nein, tue ich nicht. Erklär's mir. Ich meine, du weißt auf jeden Fall, wie man eine gute Zeit hat und Partys feiert. Aber mit den beiden ist echt nicht zu spaßen. Hey! Ich will nur sagen, vielleicht ist es besser, wenn Royal B oder Swag das macht. Ich krieg dich! Ich krieg dich! La, 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 la. La, 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 la. La 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 la. La 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 la. Das war echt gut. Aha. Na los, oh, tanz mit mir, Neon Kitty. Lasst uns jetzt frühstücken gehen. La 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 la. Vielleicht liegen wir falsch. Ja klar, sie hat ganz sicher alles im Griff. Alles okay, ich schaff das. Tada! Ihr ist einfach wunderschön. Fast wie ein Ballkleid. Oh ja, kann man wohl sagen. Schlag eins, Sis. Alles Gute, mein großes Geburtstagsschwesterchen. Das Bällebad ist hier. Ich habe noch 50 Säcke voll mit Bällen. Die mussten wir in 3 Glamwagen transportieren. Also, was das angeht, ich habe zwar gesagt, dass ich ein Bällebad will, aber jetzt will ich stattdessen lieber tanzen. Warte, du meinst das echt ernst? Ja! Oh, okay. Denk nach, Neonlicious. Ja! Ja, ich hab's! Du und deine Gäste könnt im Bällebad tanzen! Ein Bällebadball! Tolle Idee, Sis! Oh, vielen, vielen Dank! Und meinst du kannst mir auf die Schnelle noch ein Ballkleid nähen? Ich will eins, das genauso aussieht wie mein Kuchen. Bitte, bitte, bitte!
Oh, Neon Cutie, wir haben nicht genug Zeit, um dir ein Kleid zu nähen. Aber ich kann dir versprechen, dass dein Ball ein voller Erfolg wird, egal was auch passiert. Okay, ich verstehe das. Ruh dich aus, damit du heute Abend fit bist. Schließlich warten 1 Million Bällebad-Bälle auf das Geburtstagskind. Tch, ich bin gar nicht müde. Seit Tagen mache ich nichts anderes, als Märchen zu lesen und meine Tanzmoves zu üben. Ich bin so wach, dass ich... Hier kommt dein Essen. Oh. Schlaf gut, mein kleines Geburtstagskind. Ich hoffe, du träumst von Kuchen. Was ist passiert? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Oh nein, meine Party läuft schon und ich habe immer noch kein Kleid. Was? Ihr zwei könnt ein Ballkleid für mich nähen? Wow! Geht es jetzt sofort? Ein Ballkleid aus einer Bettdecke? Könnte gehen! Wow! Also das kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Aber dafür, dass ihr zwei Kätzchen seid, ist das echt beeindruckend. Hallo? Ist hier irgendjemand? Wie blöd. Ich schätze, ich brauche wohl doch kein Ballkleid. Aber selbstverständlich brauchst du ein Ballkleid, Neon Cutie. Es ist dein Geburtstag. Neonlicious? Ja, und zwar höchstpersönlich. Ich bin deine liebe Feenschwester. Und zusammen erschaffen wir das Ballkleid deiner Träume. Wirklich? Das habe ich doch gerade gesagt. Oh, ich träume gerade. Ich bin dabei. Kannst du mir ein wunderschönes Ballkleid mit Kuchen drauf machen? Dein Wunsch sei meine Fashion Challenge. LOL Surprise, Simsalabim. Dieses Ballkleid ist nur für dich bestimmt. Das ist nicht ganz, was ich suche. Wie wäre es stattdessen mit einem Ballkleid, das komplett aus Geburtstagskuchen besteht? LOL Surprise, Simsalabim. Dieses Ballkleid ist nur für dich bestimmt. Wow, ich liebe es. Aber wenn mein Kleid so köstlich ist, dann werden es alle essen wollen. Wie wäre es mit einem super voluminösen Kleid, das nur so aussieht wie mein Kuchen? Es darf richtig bunt sein. Mit aufgenähten Sternen, dazu schicke Handschuhe und eine große Schleife. Bist du sicher? Du änderst dauernd deine Meinung. Das ist wohl dein Ding. Ich bin sicher. Okay, los geht's. LOL Surprise, Simsalabim. Dieses Ballkleid ist nur für dich bestimmt. Dieses Kleid ist einfach perfekt. Danke, danke, danke. Danke, danke. Ja. Wow. Mein Geburtstagsball ist der Wahnsinn. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Mein Ballkleid, du hast es geschafft. Aber wie? Du bist wirklich meine liebe Feenschwester. Naja, ich musste meiner kleinen Schwester doch ihren Geburtstagswunsch erfüllen. Probier es doch gleich mal an. Ja. Ich liebe mein Ballkleid. Ich freue mich so für dich. Aber könntest du dich nächstes Mal für eine Sache entscheiden? Zuerst wolltest du Rollschuh fahren, dann wolltest du eine Hüpfburg. Du hast recht. Ich ändere meine Meinung ziemlich oft. Aber das beste Geburtstagsgeschenk ist die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Ja, ganz genau. Lass uns tanzen. Wuhu!